So, hallo an alle zur nächsten Folge vom Mega-Projekt. Diesmal wieder alleine. Die zwei Chaoten von den letzten drei Folgen sind erstmal wieder raus. Ich war ein bisschen produktiv, habe ein bisschen was an Zeug geschafft und wollte noch schnell eine Folge dranhängen, um jetzt hier erstmal noch alles fertig zu kriegen. Warte mal kurz. Scrap-Produktion unten, das war das, was auf dem Start stand. Was wir zu tun hatten, so rum. Kurz mal durchgehen. Ich weiß, die letzten Folgen, das war ein bisschen spontan. Eigentlich, die haben gefragt, wegen, ob sie sich ein bisschen, oder die haben gemeint, genau, sie haben gefragt, ich habe ein bisschen Zeug gerufen, ob sie sich da was holen können. Habe ich gesagt, klar, kein Problem, nehmen wir da am besten auf, kommen da vorbei, schnappt sich das Zeug und so. Und dann ist jetzt so, oder wie mehr oder weniger Ende, dass wir ein paar Folgen gedreht haben und auch ein bisschen Chaos verursacht haben, so wie es aussieht. Autarchic Iron End Gate ist ausgewählt. Und ja, so war dann jetzt hier so der aktuelle Stand und das waren die letzten Folgen, keine Ahnung, ob die jetzt gut geheißen wurden oder nicht, ob ihr das gefeiert habt oder nicht. Ich dachte so, naja, muss nicht zwangsläufig sein, diese Umgehensform, aber okay, so. Das Zeug dann läuft jetzt erstmal durch, ich habe leider keine Energie mehr und für diese Folge heißt es jetzt im Klartext, um die Recycler fertig kriegen. Ich muss das leider trotz allem nochmal ein klein wenig hier machen mit Transport Pipes und auch mit hier den Redstone Engines nochmal. Wird wieder ein bisschen laggy vielleicht, wenn ich das ganze Zeug da unten angeschlossen habe. Jedenfalls wird die Scrap-Produktion ein bisschen erhöht, das heißt, ich hau das raus und ich glaube, Kabel sind unten, gell? Genau. Eventuell brauchen wir jetzt Dia-Pipes wieder, die so ein bisschen zu verknüpfen, weil ich, oder nee, Eisen vielleicht auch. Eisen müsste gehen mit der Range, dass wir so lange ein bisschen umbasteln, bis es klappt. Ja, dann hatte überlegen, wie wir das jetzt hier drüben machen. Ob ich noch was weiteres anstehen soll. Was wird denn, wenn ich von unten Items einführe? Klappt das nicht? Ich probiere mal, was passiert, wenn ich von unten Items einführe in den Kreislauf. Hört einführen gesagt. So. Und zwar brauche ich dafür jetzt gleich die Cobble Transport Pipes. Die sind hier drüben. Schließen wir das ganze Ding hier an. Okay, dann müssen hier die Eisenpipes hin, das ist alles, nee, Quatsch, hier unten müssen die Eisenpipes, müssen hier rausgepumpt werden. Und wurden auch noch, oh mein Gott, wie viel Zeug habe ich denn hier? Lass mal kurz hier durch. Hallo. Gomme joined auch the game. Sind zu zweit. Brauchen Glas, eine kurze Runde. Dann so aus und dann das und das war zu viel. Raus. Die roten Pipes kommen nicht hin und jetzt die Eisenpipes. Keine normalen Eisen. Muss ich bei Gold wieder machen. Zack und das und das und das. Und Eisenpipes gehen dann halt. Moment. So ein Scheiß. So. Wir brauchen davon mal einen Stack erstmal. Reicht. Gut, die kommen jetzt gleich nach unten. Und das restliche Eisen schmeiße ich doch mal hier rein, damit jetzt gleich wieder durchgehauen werden kann. Zu Refined Iron. Zack. Okay, also. Was sagt hier die Dinger? Alle voll mit Scrap hier. Roten Pipes, roten Pipe, roten Pipe. So, dann davor kommen. Ich frage mich nur, ich überlege gerade nur, wie wir es machen am besten. Eisenpipes kommen dahin am besten, ne? So. Obwohl, nee, das geht nicht, weil dann würden die. Ne, das geht nicht. Das geht nicht, aber das hier geht. Dass alles in eine Richtung weitergeleitet wird, kann ich ja gleich mit der Wrench umstellen und dann nach oben leiten und dann muss das passen. Ja. Dafür muss ich natürlich jetzt wieder gleich die erstmal holen. Die ist, soweit ich weiß, da. Hier drin. Bye. Waffenwerkzeuge. Da ist die Wrench. Damit stellen wir das ganze Ding jetzt um. Und zack. Mal gucken. Von hier hinten dürfen die Items jetzt nur nach vorne gehen, aber nicht zurück. Immer schön in die Richtung. Genau. 1, 2.
2, 1, 2. Ich muss nur zweimal draufklicken. Genau, dann hätten wir das auch schon. So, und ab hier kommen jetzt die Transport Pipes. Sorry, kurz gemutet, muss kurz husten. Kaufst du ein Transport Pipe, das geht dann so in die Richtung und dann, ja. Halt hier, ich mach so eine kleine Verbindung erstmal. So ganz unscheinbar. In diese Richtung und dann als nächstes nochmal kurz Fackeln hinsetzen, damit das so einigermaßen eine Klapptür mit der Beleuchtung. Da nochmal einen hin, da nochmal einen hin. Und dann die Engines plus Schalter. So, hier wird rausgepumpt. Da und da und da. Hoffen wir, das reicht. 13 Stück. Glück kann man die ja so schön wenden. So zum Beispiel. Und dann die Schalter anbringen. Und dann wird hier rausgepumpt. In der Hoffnung, das klappt jetzt auch oben mit dem Ding. So und so und so und so. Ja, okay, nicht ganz. Egal. So, das pumpt jetzt erstmal Zeug raus. Soll die Scrap-Produktion ein bisschen hochgehen. Oben die Gates, die sollten auch extrem schneller funktionieren, glaube ich. Hajo. Das ist mal eine Runde Scrap, die jetzt produziert wird. Hier hinten fehlt noch kurz ein Schalter. Aber jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Reicht das hier mit den Röhren? Ploppt das raus oder geht das rein? Das ist die Frage. Lass mir so ein bisschen anlaufen, bis es durchgeht. Sticks, komm ein. Ja, komm, ich hol oben noch schnell Koppel in der Zeit. Quatsch, Schalter in der Zeit. Nein, ich steck fest. Und zwar da. Cool, geht sogar noch, wenn es hier weggepustet wurde. Schalter waren ja eigentlich hier. Down the lever. Die probieren wir jetzt gleich mal aus. Aber zunächst mal gucken. Funktioniert die Anlage hier? Hat das schon gepasst, gereicht, was weiß ich? Ah, kommt noch nicht. Die sind langsam. Hoff mal, dass das halt von der Einfüllung her klappt. Na. Warten und warten und warten. Aber jetzt läuft das hier unten schön. So muss es sein. Das muss umgecraft werden, damit wir die Scrap-Produktion extrem erhöht. Ups. Klappt das oder ploppt's raus? Na? Ich glaube, die gehen rein. Sehe ich gleich, Moment. Sehe ich gleich. Ob die Produktion tatsächlich erhöht wurde. Scheint so. Scheint irgendwie so. Jetzt wird kurz angerufen. Wow. Leute, ich ganz kurz Aufnahme. Lass mich noch die eine Folge fertig machen, dann bin ich wieder zur Verfügung. Aber doch, jetzt, ja, jetzt geht's. Doch, es funktioniert. Funktioniert, it works. Schön. Wir haben also unsere Anlage ein klein wenig gepimpt. Yay, klappt doch. So. Es wird ein bisschen mehr Scrapboxen produziert und deshalb die Produktion geht. Es sollte auch ein bisschen wieder hochgehen. New Meta hier. Da das ganze Zeug noch reinklickt und dies und das. Ich muss natürlich die Produktion noch mehr erhöhen. Das hat nicht gereicht. Hier kommt extrem noch was dran. Ihr seht, wie es übelst hochgeht von der Prozentzahl hier. Das ohne Boxen gerade. Mit Boxen. Ich habe noch oben 4 von den HV-Panels dran gehängt. Mit Scrapboxen sieht das so aus. 1. Noch 1. Noch 1. Noch 1. Noch 1. Noch eins, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Übelst schnell, einfach nur übelst schnell. Bevor eins rausgepickt wird, kommt schon das nächste nach. Also bei Dauerbefeuerung mit Scrapboxen sieht das so aus. Das ist meine UU-Meta-Produktion. Schön. Ja, dann wollen wir hoffen, dass das so klappt. Ich glaube, ich muss die Outputs gar nicht umstellen. Jedenfalls ist immer konstant voll und... Achso, hier war wegen dem einen Teil hier. Moment, Moment, Moment. Schalter, Schalter, Schalter. Oben drauf. Jetzt geht das doch hier. Das ist doch mal eine Produktion. Das ist doch mal eine Produktion. Cool, das geht wellenförmig. Geht wellenförmig. Das ist hier Massenfabrikation. Ich
geil gemacht. Geil gemacht, da stehe ich ja drauf. Richtig cool. Genauso muss das sein. Perfekt automatisiert, ohne Probleme, dass alles läuft, ohne Problemchen und dann die Produktion gleich oben wieder mein Vielfaches erhöht, sag ich jetzt mal. Seht ihr ja jetzt, boah, seht ihr jetzt hier? Aber dann göttlich, wie das Hügelmaterial durchflitzt. Da gerade aber Nacht ist, kommt da nicht allzu viel. Ich sag mal so, tagsüber werden oder nachts werden die Scrapboxen rausploppen, weil die gar nicht alle weil die gar nicht alle verarbeitet werden können, aber an sich ist das doch schon relativ geil, oder? Ja. Das passt. Schön. Sammelt sich halt jetzt aber. Geil. Die Gruppe ja nur von den Angry Zombies habe ich keine mehr. Glaube ich jedenfalls. Ich müsste eigentlich gar keine mehr haben. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst überhaupt schon. Habe ich schon Brain the Jar hergestellt? Ich glaube ja. Brain the Jar? Nein, ich habe selbst noch gar keine Brain the Jars hergestellt. Wollte ich auch noch machen. Ich habe 6 Stück, aber die brauche ich selbst noch für 3 Brain the Jars. Das heißt, die kann ich nicht ausgeben. Das ist leider ein bisschen blöd. Aber ja. So, mal kurz hier unten gucken. Ja, also den oberen Teil hier kann ich jetzt mal lassen. Das ist okay, ich will ja auch nicht die ganze Wand vollhauen. Jedoch, ja. Wird uns halt die Recycler halt komplett verhangen gleich schon und. Ups. Sieht irgendwie extrem maschinell aus hier, weil da so viel rauskommt. Gibt einen schönen Screenshot, also für ein Thumbnail dann dementsprechend. Okay. Haben wir was geschafft in dieser Folge? Was wir jetzt gleich im Anschluss machen werden, ist nochmal so ein Ding. Oder nochmal so ein Ding? Nochmal so ein Ding. Und zwar brauchen wir dafür eine Höhe von. 2 Blöcken eigentlich nur. Das heißt, wir könnten. Nein, 3. 1, 2, 3 nochmal ins dran setzen. Und, hier oben nochmal bei den Koppel Transport Pipes. Dann so machen, dass die hier wegkommen. Muss ich einmal nach oben verlegen. Und dann ziehe ich hier einfach eine zweite Schicht drüber von derselben Anlage. Nur, ich müsste die Outputs oben wegmachen, damit keine Dings nach oben in die... Ach, egal. Soll ich? Brauche ich das überhaupt? Ich bin gerade hart im Überlegen. Lass mal weg hier. Cobblestone. Und damit setzen wir das Ding zu. Ich bin ein bisschen erkältet, ihr merkt schon. So in der Art. Genau. Und dann kommt hier die zweite Reihe drüber. Allerdings ist hier 1, 2, 3, dann passt das. Schön. Recycler waren unten, ne? Untere Reihe Recycler. Sieht dann so aus. Habe ich noch Stromkabel dabei? Habe ich auch. Passt auch schon wieder. Obwohl ich mir jetzt hart überlege. Eigentlich müsste ich ja das so machen. Ja. Und dann hier. So die Geschichte machen jetzt. Ach Gott. Übelst vertan, hätte ich von Anfang an gleich schon ändern müssen. Ich muss mich in die Kabel legen, bevor ich die Recycler setze. So, also. Den da, den da. Den da. Den da. Hier hinten mache ich mal zu, bevor einer auf die Idee kommt, hier zu klauen. aus der Höhle. Oh, da ist ein Kabel. Zapf ich mal Strom ab. Wäre ja nicht das erste Mal. Ziehen wir das mal hier so einen Tacken nach hinten. Und zwar so bis hier vielleicht. Ich hätte ja eigentlich noch verlängern können, so ein bisschen, oder? Eigentlich ja. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ich kann immer noch stacken, ein bisschen erweitern. Läuft. Die Uhr sagt, Folge ist gleich vorbei. Schaffen wir aber noch hier das Ding zu platzieren oder die Teile. Recycler, 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 Recycler. Und oben drüber Igneous Extruder. 1, 2. Ich kann mir auch aufs Hügelmeter einfach Lava erstellen und die dann direkt reinsetzen. Ganz vergessen. Moment. Schön langsam durch. Okay. Und dann Wooden Transport Pipes. Die müssen auch davor wieder. Ups. Dann da und da.
kurz ein bisschen durchlaufen. Das ist schon wieder so eine große Maschinerie, die wir einfach mal so hinklatschen. Und Redstone Engines drauf, aber da muss ich neue dann herstellen, weil da habe ich noch nicht alle. Leider, leider, leider. Seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen... Moment, einmal durchgehen hier. Nein, hier, hier, hier durchgehen. Ja, jetzt staut sich's hier. Passiert aber. Weil so viel damit darf, geht's am Tag dann richtig ab. Ja. Tschüssen.